Leute, mal ehrlich jetzt. Ist das für euch Rap? Ich schalte Lila meinen Namen auf die silberne CD. Und das? Bitte passt drauf auf. Eine Menge Angst, bevor ich schlafe. Doch ich glaub, ich wache auf. Und was ist damit? Und das glaub ich hasst dich. Deine Friese, dein Charme. Deine fette, fette Karo und die Art, wie du sie packst. Von meiner Seite ist es Safe Rap. Aber eben nicht nur Rap. Dieses Rap-Jahr war insgesamt ganz schön wild. Stichwort House, Stichwort Pop-Punk, Stichwort Hyperpop. Wie diese Sounds Deutschrap 2022 beeinflusst haben und warum ich es feiere, dass sich Deutschrap selbst nicht mehr ganz so ernst nimmt, das seht ihr jetzt. Aber vorher, liebe ReelKeeperInnen, lasst doch gerne noch ein Abo da, macht die Glocke an für die Culture. Ich hab aufgehört mit Rappen, ich mach nur noch Geräusche. Dass Rap seit Ewigkeiten nicht mehr nur 90 BPM, Kopfnicker-Beats und Jazz-Samples ist, ich glaube, das haben wir jetzt alle gecheckt. Was dieses Jahr teilweise für Songs gedroppt sind, da war ich manchmal schon kurz, ja, erstaunt. Was war das? Und zwar nicht, weil ich die Songs wack fand, sondern weil Deutschrap 2022 musikalisch scheinbar vor nichts Halt gemacht hat. Nullerjahre Indie-Pop-Samples waren zum Beispiel auf einmal ein Riesending. Ich hab nichts wirklich zu tun, ja, das Leben ist es gut. Adri sticht mir ein Tattoo, ich roll im Benzer mit meinem Boot. Disco-Partisane, Disco-Partisane. Rap plus X war 2022 gefühlt super oft die Formel hinter Songs, die nicht nur erfolgreich, sondern auch echt interessant und anders waren. Meiner Meinung nach haben diese vier Trends und Genres Deutschrap dieses Jahr am meisten geprägt. Pop-Punk, Techno-House, Hyperpop und Nostalgie-Hooks. Was waren eurer Meinung nach die Deutschrap-Trends des Jahres? Schreibt's mir in die Kommentare. 2022 habe ich ständig irgendwelche Rap-Songs gehört, wo mir der Refrain irgendwie bekannt vorkam. Warum so viele Rapper so gerne die Hooks aus Nuller- und Zehnerjahre Pop-Hits recyceln, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das könnt ihr euch, bang, hier anschauen. Auch ein anderer Deutschrap-Trend hat dieses Jahr sowas wie einen Peak erreicht. Nee, ich meine nicht die Vorne-Business-Hinten-Party-Friese, sondern diesen, naja, nennen wir es mal Techno-Sound. Ja, es tut mir so leid, Codin in der Sprite. Pack up, mach es klein, Ferragamo, Belt weiß. Vintage-Trikot von Manchester. Wir waren schon immer Trendsetter. Bin im Club auf Adilette. Autoscooter EDM, Tropical House, 90s Trends. Deutschrap hat dieses Jahr richtig starke Raver-Vibes gehabt. Saufen! Und das gilt nicht nur für Deutschrap, sondern auch für Pop generell. Darüber habe ich drüben bei TikTok ein kleines Video gemacht. Checkt's gerne aus. Komplett neu ist die Kombination aus Rave und Rap natürlich nicht. Airwaves von Pashanim klang vor zwei Jahren schon nach Daft Punk. Vico 6.3 fährt auch schon weich in diesem Film. Und die OGs von euch erinnern sich vielleicht noch an diesen Banger hier von 2016. Sind deine Alte, chillen wir und kein Problem. Dann komm ich vorbei, ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Aber ich fand's schon auffällig, wie viele Deutschrap-Songs 2022 mit 4-to-the-floor-Beats um die Ecke gekommen sind. Schnelle Brillen und wir sind im Modus. Leute tanzen und ich gebe Turbo. Ich bleib Filmer auf der Fusion. Apropos Festivals. Da wurden 2022 viele Moshpits aufgemacht zu Songs, die in etwa so klingen. Ja, du machst mich ein bisschen high und ich weiß nicht, was das heißt. Oh mein Gott, ich falle in eine Trance. Baby, komm und gib mir noch eine zweite, letzte Chance. Nietengürtel, Emo-Lyrics, Gitarrengeschrubbel, egal ob nur eine Phase oder ein Lifestyle, viele aus der Rap-Bubble haben 2022 diesen Pop-Punk-Vibe sehr, sehr gefühlt. Leben ist zu kurz, um Angst zu haben. Leichter gesagt als getan, ist schon klar. Doch ich hab die Antwort auch nicht, nein, ich kann dir leider gar nichts sagen. Mich erinnert dieser Sound auch immer an meine Skater-Phase. Es war ein bisschen peinlich, aber es war auch intensiv. Skaten ist nicht ohne. Verstehst du das? Shoutout Szene-Report übrigens. Eine coole Mockumentary über Subkulturen aus den 90ern und 0er Jahren gibt's jetzt in der ARD-Mediathek. Checkt es gerne aus. You
Woher dieser aktuelle Pop-Punk-Emo-Trend im Deutschrap kommt, ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Der immer noch große Einfluss von Lil Peep, Rest in Peace, diese 90er-Nuller-Jahre-Nostalgie und das fucking Revival von Blink-182. Mich haben die ehrlicherweise noch nie wirklich gejuckt, aber klar, viele Leute feiern die. Und ich hör wieder Blink-182. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass Blink-182 dieses Jahr Originalgitarrist Tom DeLonge zurückgeholt haben und dass ihr Konzert im September 2023 in Berlin jetzt schon praktisch ausverkauft ist. Where are you? And I'm so sorry. Naja, kommen wir zum vierten großen Deutschrap-Trend des Jahres. Bei TikTok und in Playlisten habe ich dieses Jahr immer wieder Songs gehört, die erstmal so klangen, als hätte jemand alte Nintendo-Games gezockt und dabei Kinderlieder in doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Die Weltraum-8-Bit-Sounds und die crazy Internet-Ästhetik, die kommen alle aus einem Genre, über das in letzter Zeit viel geredet wurde. Auch von mir. Hyperpop ist als Genre rund um das Label PC Music des britischen Producers und Songwriters A.G. Cook in den frühen 2010er Jahren entstanden. Acts wie Domitiana, Time und Haiti nehmen Hyperpop-Bausteine, wie zum Beispiel die verzerrten oder hochgepitchten Vocals und Alien-Outfits, und schließen die mit Rap-Elementen kurz. Mein Herz ist so Neben Domitiana ist mit Baby Benz auch noch eine andere Hyperpop-Newcomerin am Start, die unter anderem über den Producer Replay Okay Connections in die Deutschrap-Welt hat. Wenn euch jetzt so ein bisschen der Schädel dröhnt, mir geht's ähnlich. Deutschrap wird mittlerweile von so vielen verschiedenen Genres und Subgenres beeinflusst, dass es mit der Zeit schwierig wird, diese zu erkennen und da irgendwie Grenzen zwischen ihnen zu ziehen. Aber ich finde, dass gerade diese Grenzen immer unwichtiger werden. Klar, ich benutze selbst auch noch Bezeichnungen wie Drill, New Wave und Indie. Einfach zur Orientierung. Aber bei vielen aktuellen Songs macht es als Musikfan einfach keinen Sinn mehr zu sagen, das ist Rap oder das ist kein Rap mehr. Die 102 Boys sehen das übrigens genauso. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass Rap alles ist, was junge Leute machen. Ich habe letztens einen Künstler gesehen, es war offensichtlich kein Rap, wo ich auch mit d'accord war, dass es kein Rap ist. Trotzdem fand ich es in Ordnung, dass der jetzt in der und der Playlist war. Einfach weil ich, der sieht aus wie die Subkultur Rap oder Hip-Hop. Egal ob Hyperpop, Retro-Hooks und Zitate, Pop-Punk oder Techno und Housebeats. 2022 hat mir gezeigt, dass es anscheinend kein Genre gibt, das in der Kombination mit Rap nicht funktioniert. Den Take, das ist für mich kein Rap mehr, kann man natürlich zu bestimmten Artists und Songs haben, kommt halt dann ein bisschen, ja, hängen geblieben rüber. Wir haben noch nicht 20 Jahre an Hip-Hop gearbeitet, ne, dass wir uns jetzt das geben müssen, Bruder. Das heißt jetzt alles aber safe nicht, dass ich jede Kombi aus Rap plus X geil finde. Nee. Wo Licht ist, muss auch Schatten fallen. Denn alles unter Hausverbot, denn alles unter Hausverbot, denn alles unter Hausverbot ist ausgeschmissen Geld. Aber egal, ob manche Experimente daneben gehen. Wenn Deutschrap weiter spannend bleiben möchte, dann muss halt immer wieder neuer Input her. Und ich find's mega, dass so viele Artists Bock drauf haben, auf Genregrenzen zu scheißen und einfach zu machen. Aber wie geht es euch? Welche Deutschrap-Trends fandet ihr dieses Jahr nice? Welche eher nicht so geil? Welche Genres werden eurer Meinung nach als nächstes von Deutschrap gekapert? Schreibt's mir in die Kommentare. So Leute, das ist jetzt das letzte Video von 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Danke für die ganzen geilen Kommentare, für die Anregungen, für die Vorschläge, aber auch für die Kritik. Wir freuen uns über alles und ich wünsche euch schöne Feiertage, ganz viel Essen, Gesundheit, Geschenke, dies, das. Wir sehen uns eh bald wieder.